Na hallihallo, willkommen zurück. Wir sind hier weiterhin in einer schönen Schneewelt und das ist ein direkter Kontrast zu meinem Fenster draußen oder dem Wetter, was draußen ist. Es ist sehr warm, 25 Grad bei uns. Huiuiuiui. Schön ist es. So, wo wollten wir jetzt eigentlich hin? Wir wollen unsere Thales retten, ne? Die ist ja auch einfach nur mal irgendwo runtergestürzt. Ups, das war das Falsche. Ich wollte eigentlich den hier machen. Oder kann ich hier einfach runterhoppen? Ja, kann ich. Ich mach mal die Karte auf. Da unten lang, ne? So. Wir haben also einen Turm glitzern sehen. Das ist die falsche Richtung. Und da soll irgendwas drinstehen. Habe ich das jetzt richtig verstanden, was wir brauchen? Irgendwas? So ganz genau erklärt wurde es uns noch nicht. Aber wir gucken mal. Eventuell kommen wir da auch hin. Oder auch nicht, je nachdem. Wie nett dieses Spiel zu uns ist, ne? Müssen wir hier irgendwo lang? Nö. Ich höre. Ich sehe was. War das die richtige Taste? Ja. Hey! Großer Heiltrank. Jupsi. Und kann man hier hoch nicht, wa? Mann. Huch! Der schreckt mich immer. Hallo! Ui, das sind aber viele. Oh, der wirft mit Schneebällen. Die großen Viecher kommen gar nicht richtig an mich ran. Das sind immer nur die kleinen, die mich treffen. Ne? Was ist da? Ach so, ich dachte, da läge etwas. Ein Item. So. Wo lang? Wo lang? Wo lang? Wo lang? Komm ich hier nicht durch? Ach, da. Oh, ich will da ran. Ich muss da hoch. Oh, da sind aber viele. Falsche Taste. Immer noch falsche Taste. Kupferschlüssel. Na dann. Gucken wir mal. Sag mal. Hast du keine Manieren? Mit Schneebällen werfen ist nicht sehr nett. Kleiner Zwerg. Das hat gesessen. Komme ich da jetzt irgendwie hoch? Das sieht aus, als wären wir da, oder? Ja, und wie komme ich da jetzt nur hoch? Mein Trank hier ist auch schon verschwunden. Ach so, nehmen wir doch einfach den Weg, oder? Wir mal ganz kurz auf die Karte schmulen. Gehen erstmal diesen Weg. Weil ich Bock auf Mob hab. Bock auf Mob. Oh nee, nicht schon wieder. Die sind aber gemein. Das ist ein toller Zauber, finde ich. Der macht richtig Spaß. Lass mich. Hier oben ist schon wieder ein Trank. Bevor wir zu dem Turm gehen, möchte ich hier wirklich erstmal alles abgrasen. Das ist mir ein inneres Bedürfnis. Zum Tower. Das ist aber toll übersetzt worden. Nein, was? Don't like that hier. Furchtbar. Ich verstehe das mit dem Rausgeklicke nicht. Jetzt habe ich vor Schreck eine Entgiftungspflanze genommen. Leiden. Na? Na? Geh kaputt. So, ich will jetzt wieder nach oben. Warum bin ich da runtergefallen? Ach, geh mal ganz nach unten. Ist doch auch egal. Ist doch Wurstikus. Ach hier. Wie schön. So, nochmal darüber. Vielleicht kriege ich ja noch den Trank. Ich weiß, da hinten war noch so ein Schneemann, so ein Böser. Ja, wo war es denn jetzt nun? Wo ist es? Da lang? Ach ja, da kommen wir auch durch. Ja, der Trank ist jetzt natürlich verschwunden. Es war so klar. Warum hat der Schneemann Blut? Das ist doch eine gute Frage, ne? Tam, 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 tam.
jetzt. Die wollte ich haben, die Tränke. Nee. So ist es. Auf die Nüsse. So, da juckt mir glatt die Nase. Oh! So, jetzt bin ich wieder da. Geh doch mal kaputt. Gegen Schnee zu kämpfen, das gibt's ja wohl nicht. Die Viecher kann ja doch verstehen, dass die gefährlich sind. Ich meine, das ist, was ist das? Ein Golem. Ein Troll. Bigfoot vielleicht. Ach, da unten ist auch noch einer. Zwei. Drei. Lalalalalala. Ich will eine neue Waffe. Ich hätte gerne eine neue. Schon lange keine neue mehr bekommen. Ist jetzt schon ein Gebiet weiter weg. Weiter her, dass man eine gekriegt hat. Das finde ich nicht gut. Ich brauche eine neue. So. Ich wollte wieder hier hoch. Wo? Wo lang? Da lang? Ja, genau. Ich frage mich, ob sich das überhaupt lohnt, sich hier durchzukloppen. Ich meine, mal abgesehen davon, dass man Erfahrungspunkte bekommt. Hier zum Beispiel ist irgendwie nicht sowas, ne? Das Gefühl, hier war ich auch schon. Nochmal zur Karte? Nee, kann gar nicht. Aber hier hinten? Vielleicht ist da hinten noch irgendwas Spannendes? Wer weiß? War das jetzt die richtige Richtung? Nee, genau die falsche. Wie immer hier mit meinem Orientierungssinn. Hat sich nicht geändert. Zum Tower. Ich bin echt gespannt, was da hinten so los ist. Ah! Die Vieh. Hallo. Ach, schade, dass das hätte doch auch was machen können, oder? Sups. Ui, der hat mich ganz schön down gemacht. Ich habe noch nie einen großen genommen. Das ist toll. Hallo, ich höre euch. Das war super. Ey, dieser Zauber ist echt grandios. Ja, hier haben wir alles abgegrast, ne? Alle Feinde getötet. Ein paar Tränke mitgenommen. War jetzt hier noch irgendwo was lang? Hör ich da was? Oder höre ich nichts? Ja, ich höre doch was. Wusste ich doch. Hi! Tummelt ihr euch hier? Das ist die Frage. Das sind Schneemänner. Die bestehen aus Schnee. Heißt das denn, dass der Schnee, der hier runterfällt, deren Babys sind? Oder sie sich dem so dazugehörig fühlen? Und wer hat die gebaut? Haben die Viecher die gebaut und dann zum Leben erweckt? Das sind alles Fragen über Fragen. Mann, die Schritte hören sich auch ganz nett an im Schnee. Ist hier noch irgendwas? Irgendwas Spannendes vielleicht? Ja. Ich würde sagen, mal den Pixel da, den ignorieren wir mal. Den Pixel da auch. Es sei denn, wir brauchen gleich noch was. Das sehen wir aber dann noch. Ich will hier rein. Ich will vor allem speichern. Ich hatte jetzt irgendwie gedacht, dass das länger dauert. Ich bin ein bisschen verwirrt. Das war ja jetzt wirklich ziemlich kurz. Würde aber auch erklären, warum das ganze Gebiet der Turm heißt und nicht Schneewelt oder so. Und irgendeiner spielt hier Orgel. Aber sehr intensiv. Geh an. Hallo? Feuer- und Wasserpfeile. Mit dieser Munition kann ich meinen Bogen vielseitiger einsetzen. Jetzt könnte ich sogar etwas in Brand schießen und es gleich hinterher wieder löschen. Aber das wäre ja eher Erdtroll-Logik. Ach, das sind Erdtrolle gewesen da hinten. Das finde ich ja cool. Ich will nochmal speichern. Das ist mir echt immer ein Bedürfnis. Ich kann es nicht ändern. Boah, die Orgelmusik. Endlich. Wow. Ich hab's geschafft, in den Hort des Wissens zu gelangen. Hier finde ich hoffentlich bald etwas, um Thalis zu retten. Sie muss schon halb erfroren sein. Mal sehen, was mich hier sonst noch so erwartet. Beeindruckend sind diese Gemäuer ja schon. Ja, guckt euch doch erstmal um. Die Thalis, die schafft das schon. Die hat ja richtig viel angehabt. Hier putzt auch wieder jemand. Vielleicht dieselbe Putzfrau, die bei uns unten im Hive war. Und irgendwelche Fliegeviecher. Ich freue mich. Ach du Heilige, das sind ja nur ein paar. Eieieiei. Brandpfeile. Wie macht er das automatisch? Ach nee, ich sehe schon.
Ja, schön gebohnert hier alles, ne? Fällt gar nicht auf. Hier war ja sonst keiner in den letzten 1000 Jahren. Aber Hauptsache, der Boden glänzt. Ist ja auch nett dafür Besucher. Oh, das mit dem Licht. Schön. Und so rum sieht man es nicht. Naja, gut. Wo sind wir hier? Sieht ja sehr eigentümlich aus. Oh, diese Orgelmusik. Die ist richtig fürchterlich. Fürchterlich. Pfeile. Pfeile, Wasserpfeile. Ey, das ist ein Rätsel. Ich weiß es genau. Ist er fertig? Das Phantom der Orgel? Nein, natürlich nicht. Oder ich stelle mir so einen Igor vor, der da sitzt und ganz vertieft in seine Orgelmusik ist. Ja, Meister. Ich spiele für Sie, Meister. Guck mal, hier sind auch kleine Babyvampire. Ah, du Götterka. Ich erinnere mich, wir hatten einen... Wie, war das das? Macht der ist ja sichtbar. Du blöde Kuh! Was hatte die in der Hand? War das eine Kerze? Ich hab's nicht ganz gesehen. Ey, das ist mir jetzt schon wieder zu krass alles. Ich muss speichern. Tolles Geräusch. Ey, die Orgelmusik ist dezent anstrengend. Ich könnte mir vorstellen, dass es nach einer Weile doch echt fies wird. Dramatische Musik. Was ist das hier unten? Ach, hi. Komm ran. Oh, sind hier wieder Geister? Was ist denn das? Hallo? Ich muss auf die Karte schauen. Ich gehe nochmal zurück. Da habe ich doch einiges übersehen. Ne? Wie beim Puzzle, man muss erstmal die Kanten richtig hinbiegen, sichtbar machen. Und dann muss man sich zur Mitte vorarbeiten. Das zum Beispiel ist wichtig. Wichtig, 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 pupichtig. Noch irgendwas? Hallo? Kann man da was machen? Was steht da? Statue des Hai Lizenhadab. Lizenhadab. Das Hai Lizenhadab. Der zeigt da lang. Ist da irgendwas auf der Seite? Ja, nein, vielleicht. Ich weiß nicht. Sieht alles sehr komisch aus. Wie eine riesige Grabstätte. Oh, was haben wir hier? Hallo? Kann ich das nicht lesen? Empfang. Anwesenheitsliste. Oder tragen wir uns direkt mal ein. Gästebuch des Hohen Turmes. Willkommen im Hort des Wissens und der Weisheit. Verewigt euch auf diesen Seiten. Ja, jetzt mal die Hose aufknöpfen und... Ne? Ja, ich weiß. Der, was? Ich wollte gerade einen Scherz machen. Ja, der kommt hier gar nicht lang. Zu den Treppen. Das ist zu den Treppen. Okay, ey, hier ist die Statue. Hier sind die Tische gewesen. Boah. Und eine Anwesenheitsliste, was total schräg irgendwie ist. Naja, machen wir mal die Treppen auf. Gott, hat die mich erschreckt. Wer ist das? Statue des Hai Aras Nobachit. Tichab-un-Sara. Ich wollte es nur mal rückwärts aussprechen. Und der zeigt auch ganz gruselig in die Richtung. Was sind das für Statuen? Wie gruselig. Oh, Telefloatern. Treppen zu den Konferenzräumen. Ich will da noch nicht rein. Okay, wir sind dann auf einer anderen Ebene. Nee, nochmal zurück. Wo lang ist zurück? Nee, das ist doch nicht zurück. Alles klar. Da waren Fackeln. Kann man die etwa erleuchten? Treppe zur Sakristei. Es gibt einen anderen Weg, die Tür zu öffnen. Da kommen wir also erstmal nicht durch. Da geht es da... Und wo kommt... Ist das der Eingang gewesen vom Turm? Muss wohl. Gibt ja sonst keinen anderen. Dann gehen wir lieber hier längs. Oder lieber auch schon darauf? Geht noch gar nicht. Muss ich denn das eigentlich an... Ich will es mal ausprobieren. Ich möchte mal einen der Pfeile ausprobieren. Nein, falsch. Nett. Oh, das mag ich schon. Habt ihr das Vieh über der Tür gesehen? Gruselig. Ja, ein bisschen Licht muss sein. Und speichern ebenfalls.
Anders geht's nicht. Ach, schon wieder die falsche Richtung. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ja, da ist der Fall. Ich sehe ihn. Ich muss, glaube ich, gleich wieder die Waffe wechseln, wenn ich das so richtig erkenne. Ich habe Angst. Ja, ich wechsle. Mann, falsche Taste. Ich bin das jetzt noch so von Oblivion gewöhnt. So. Kommt jetzt wieder ein Geist um die Ecke? Oder auch eine. Halt, irgendwas stimmt hier nicht. Botschaft? Um Gottes Willen, sag mir bitte, was das ist. Oh, Dagobert! Was war das? Habe ich da gerade eine Stimme gehört? Ich dachte, er beobachtet uns. Hat er uns nicht im Blick? Stören wir dich in deinem Zuhause? Ist das dein Wohnzimmer? Ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. Ich bin Dagomar. Böse. Ganz böse. Okay, schön, dass das Melvin sehen kann von da hinten. Der Typ, der ist so creepy. Okay, da kann ja, er hinter. Das kam mir irgendwie bekannt vor. Das hast du nicht mitbekommen? Der konnte dich hören, du konntest den aber nicht hören. Das ist ja sehr logisch. Hast du nicht gefühlt, wer das ist? Das ist einer von den Hohen. Ach nee, wie hießen die nochmal? Naja, the old ones halt, ne? Ach, guck an, wir müssen da hoch. Oh Gottes Willen. Das erschreckt mich so schlimm. Hier ist wieder eine Fackel. Ey, nicht? Ich rieche schon, dass hier irgendwo ein Rätsel ist. Wenn wir Wasser und Hitzepfeile haben, müssen wir Dinge an- und ausschalten. Ja, ist gut. Oh, wenigstens sieht man den besser. Habe ich deiner Frau wehgetan? Das war nicht meine Absicht. Die ist mir irgendwie in den Hammer gerannt. So, wieder einer. Möchtest du aufs Feld ein bisschen sensen? Okay. Also, was ich sagen wollte, das muss man vielleicht irgendwas an- oder ausmachen, damit man irgendwo hinkommt. Irgendein Rätsel wird hier schon sein. Bin mir ganz sicher. Vor allem, weil hier so diffus immer Fackeln hängen. Ich weiß nicht. Mal gucken. Ich lasse mich überraschen. Kommt hier mir noch gleich was entgegen? Ich erschrecke mich doch nur wieder. Ach! Ja! Da folgt mir eine Tappe. Komm her! Entschuldigung, das hat mich gerade ein wenig mitgenommen. Warum habe ich dich nicht getroffen? Hey, ja, Papaya. Komm ran hier. Sind hier mehrere gewesen? Habe ich ganz schön kaputt gemacht. Ich will da reingucken. Guck mal, die haben hier so schönes Besteck. Irgendeiner hat hier ganz nett gedeckt. Niemand nutzt das. Ist auch nicht schön. Was steht da? Zu den Konferenzräumen. Da. Ein Jeschner. Es gibt einen anderen Weg, die Tür zu öffnen. Ach, na klar. Er kann ja durch Türen und Wände gehen. Ist ja ein Geist. Westlicher Konferenzraum. Ausgang zur Bibliothek. Und da ist er durchgegangen, oder? Zu den östlichen Konferenzräumen. Na ja. Ich habe eine Tante gehört. Ja, ich wollte nicht lesen. Ich wollte... Endlich ist er weg. Ja, mal gucken, ne? Ich muss ja irgendwie nach oben. Habe ich hier... Du brauchst einen Kupferschlüssel. Ich dachte... Ach nee, den habe ich schon benutzt. Ist schon klar. Habe ich vergessen. Ey, diese Fenster, die sehen so toll aus. Ach, jetzt bin ich ja wieder hier. Bin ich schon mal einmal überall gewesen? Nee, garantiert nicht. Da lang. Da läuft wieder einer rum. Och, sehr gut. Ui. Ich finde, die halten die Sensoren irgendwie komisch. Da komme ich auch nicht rein. Oh, guck mal, da ist wieder ein Rätsel. Sieht aus wie dieses Spiel. Wie heißt denn das nochmal? Tic-Tac-Toe? Ich glaube, so einfach ist es nicht. Die Musik, ey. Furchtbar. Und das werden wir jetzt die ganze Zeit hören.
Je nachdem, wie knifflig dieser Turm sein wird, ne? Nee, ich will da noch mal lang. Da ist irgendwas. Wo ist er? Komm ran. Komm zu mir. Ich mach dir Feuer auf die Kerze. Da ist er weg. Ist wieder eine Fackel. Waren wir hier hinten schon? Ich weiß es nicht. Sieht alles gleich aus. Nee, hier waren wir noch nicht. Konferenz- und Speisesaal. Aha. Ja. Ne? Dagomas Studierzimmer und da sagt er nichts. Bitte sag was. Es gibt einen anderen Weg. Ja, doch. Du liest das sogar, dass da... Das Speisesaal, ja. Hier waren wir ja schon. Ey, der wohnt hier. Woolpit. Den kenne ich noch nicht. Ui. Oh, was ist das? Belladonna. Ist das nicht giftig, Belladonna? Steht da vielleicht noch was? Oh, ich möchte gern was lesen. Nicht? Hier, kann man da lesen? Oh, der große Drache Arkan hat seine Geschwister gebeten, uns in der bevorstehenden großen Schlacht gegen die bösen Kreaturen beizustehen. Jakan und Jorkan werden hoffentlich bald am Turm eintreffen. Im Morgenraum des 7. Tages des Krieges konnten wir die Furt über den Fluss Baharan zurückerobern. Bei all dem Pech, das wir in den letzten Tagen hatten, bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass wir einen Verräter unter uns haben. Der Gegner scheint einfach zu viele Dinge ganz zufällig herauszufinden. Aber wer in aller Welt kann der Verräter sein? Es muss einer unserer führenden Köpfe sein. Dagoma. Oh, ich glaube, da hatte ich was im Hals. Wie geht's hoch? Hey, ho. Will ich denn diese Truhe noch öffnen? Warte, kann ich hier einfach... Ja, ich gehe mal kurz die Truhe da hinten öffnen. Die habe ich offenbar übersehen. Hey. Und dann gehe ich mal wieder zurück. Kann ich hier hinten rum auch? Ja. Sehr gut. So, auf geht's nach oben. Oh, kann man hier vielleicht noch irgendwas abgreifen? Nicht? Kein Geld? Kein Essen? Irgendwas? Na gut. So, jetzt mal nicht runterfallen hier, ne? Mir passiert sowas nämlich ganz easy und leicht. Ja, hilfreich. Und warum sollte ich da jetzt hoch? Oder komme ich von hier in einen anderen Bereich und ich raff's nur nicht? Hilft mir doch gar nicht. So gar nicht, gar nicht. Warum konnte ich da jetzt hoch? Ist doch Quatsch. Kann er nicht durch? Und zu Dagobert hinein? Ja, ich weiß schon. Guck mal. Und da ist irgendwas. Da. Was auch immer das ist. Oh, da unten ist ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Ich weiß jetzt nicht so genau. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Oder so geht das. Das ist jetzt aber hoffentlich nicht die Lösung. Ich verstehe das nicht. Nee, hier kam ich ja nicht rein. Es wundert mich jetzt aber ein bisschen. Kommt man hier nur rein, damit man die Bücher liest? Die von irgendeinem Verräter gesprochen haben. Das ist mir aber auch so ein bisschen schnurz. Schnurzi-wuzi. Und der Rest hier, der macht überhaupt keinen Sinn für mich. Ich komme da ja nicht ran vorbei. Ja, ich bin ja auch direkt wieder runtergefallen. Aber da zu ihm muss ich. Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich denn daher? Tür lässt sich anderswo öffnen. Komme ich da irgendwie hoch? Guck mal, da ist eine Treppe. Aber so ungehindert scheint es nicht zu sein. Die habe ich geöffnet. Die habe ich auch geöffnet. Ich gucke jetzt so an den Seiten. Ach so, hier komme ich auch gar nicht weiter. Ach, da hier war ich zum Beispiel noch nicht. Der Bereich, der Bereich, der Bereich. Aber das hilft mir doch alles nicht.
Da kann ich rein. Und da kann ich hoch. Aber ich meine, ich komme ja nirgendwo rüber. Oder vielleicht gucke ich doch nochmal. Man vertut sich ja hier so schnell. Ich gehe nochmal zu Vulpas, Vultas, Vertas. Ich habe seinen Namen vergessen. Irgendwas mit V. Zu seinem Arbeitszimmer. Und schau mir das nochmal an. Vielleicht habe ich ja was übersehen. Und hier kann man auch nichts gucken. Schade. Sehr bedauerlich. So, war das hier? Ja. Hier, wie hieß er denn nochmal? Vulpet. Fast. Der gute Vulpet. So, rüber. Genau hier. Ist hier vielleicht was, wo ich rüber switchen kann, so? Nicht? Wieso nicht? Wozu ist das da? Wofür? Und da komme ich ja nicht hin. Da ist seitlich alles abgesperrt. Hier brauche ich auch nichts. Also vielleicht muss ich jetzt doch mal zu den Fackeln. Und die anmachen. Ich weiß ja nicht, vielleicht bringt das ja was. Kriege ich auch ein Zeichen dann, wenn das eventuell klappt? Ansonsten verbrauche ich ja alle meine Pfeile. Oder auch nicht. Ich gucke es mir mal an einfach. Ich probiere es jetzt einfach aus. Ich speichere vorher. Hier. So, ich speichere einfach mal und wenn das so gar nichts bringt, dann kann ich ja nochmal laden. Sieht man den jetzt auf der Karte? Nee. Dann weiß ich es auch nicht. Gar nichts. Schade. Ja, erstmal alle anmachen, ne? Hat bisher doch immer geholfen. Fehlt da noch einer? Nicht? Vielleicht hier hinten noch? Hat sich da jetzt das... Nö, ich finde, das sieht immer noch genauso aus wie vorher. OXO. OOXO. Ja, es ist jetzt schon der Punkt, wo ich denke, dass die Musik doch ein bisschen nervt. Wenn sie nicht schon von Anfang an genervt hat. Achso, ich dachte, ich wollte es ansprechen. Naja. Doch wurscht. Ganz am Eingang war ja auch eine Fackel gewesen. Ich weiß nicht, ob wir die auch anmachen müssen. Müssen wir alle anmachen? Ich weiß es nicht. Ich kriege ja auch gar keinen Hinweis. Hier, Speisesaal, ne? Ja, ist ja super hilfreich. Hm. Gucken wir nochmal rum. Oh, Stille. Oh. Hm, toll. Hier war wieder was. Hier will ich rüber. Wie, hier kann... Hier war ich drin? Warte. Da war ich drin? Hier kann ich rein. Oh, falsche Taste. Alles klar, jetzt wird's losgehen. Falsch. Ich will einen Geist kaputt hauen. Hallo. Ich hab hier ein paar... Oh. Du läufst gegen den Stuhl. Mag der das? Ich glaube nicht. Oh, ich habe einen Schlüssel gefunden. Ja, wenn man mal nicht alles erkundet, ne? Irgendwie, manchmal steht man auch auf dem Schlauch. Ach, hey. Geehrter Exekur Vulpet. Anbei erhaltet ihr eine Kiste Kombitränke, wie kürzlich bei uns geordert. Bitte beachtet, dass die Tränke vor Ablauf des oben auf der Kiste angegebenen Verfallsdatums verbraucht werden sollten. Wir hoffen, ihr werdet mit unseren Produkten vollauf zufrieden sein. Mit freundlichen Grüßen, Kearanda. Kearan. Zauberer. Und hier? Vor 3 Tagen fielen unsere Stellungen in den Ebenen von Thun. Große Dämonen drangen feuerspeiend aus dem Boden. Obwohl die Erde mit magischen Sprüchen versiegelt worden war, gelang es den Unwesen, unsere Magie zu umgehen und mitten unter uns aufzutauchen. Nur wenige überlebten, es riecht nach Verrat in den Reihen der Befehlshaber. Ich hätte mal einen Punkt machen müssen. Nur wenige überlebten, Punkt. Es riecht nach Verrat. Stinkt aber auch mal sowas. Ich frage mich, warum dieses Buch da aufgebaut wurde. Hier ein Verfallsdatum, das ist ganz wichtig. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und wollt ihr mich jetzt rollen? Ich wollte da hoch. Ich meine, ich habe jetzt einen Schlüssel, damit kann ich jetzt in den anderen Raum da. Aber ich dachte, ich käme halt nach oben. Hier halt, ne? Aber so war es doch, ne? Man käme nicht durch. Ja, das ist mir schon klar. Nee. So war es nicht gedacht.
Wer weiß, vielleicht kann ich irgendwann eine Kiste da hinschieben oder so. Ich habe da hinten Kisten gesehen. Eventuell kriegt man da ja eine. Und dann kann man nach oben. So, nochmal rüber. Oh, die langen Tische. Wir sind in Hogwarts in Wirklichkeit. Welche Seite? Die Seite. Warte. Nee, hier wollte ich überhaupt nicht hin. Warum bin ich denn hier hingelatscht? Ich wollte doch dahin, wo der Kupferschlüssel war. Oh, wo war denn das jetzt nochmal? Ich habe es dezent vergessen. War das vielleicht hier? Ja! Bappen, 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 bappen. Ist das einer der Kombitränke, der schlecht wird? Okay, einmal hier hoch. Nett. Speichern ist noch netter. So. Glitschig. Sehr glitschig hier oben. Das sieht aus, als würde ich da rüber können. Yay! Ach, guck mal. Da habe ich eine Fackel vergessen. Kann ich die eigentlich von hier oben anschießen? Mann, immer falsch. Sehr gut. Nee, der. So. Jetzt bin ich hier. Will ich hier sein? Nee, die Tür war ja offen. Ja doch, ich will hier sein. Ja, es hat geklappt. Hüpfe ich da jetzt einfach runter? Ach, ich versuch's einfach. Was soll passieren? Ach ja. Ach so, hier kam ich auch wieder raus. Wie nett. Erfahre ich hier jetzt nochmal irgendwas oder ist hier auch was? Was ist das? Aha. Ja, gut. Ach so. Ah ja, okay, ich brauche eine Kiste. Kannst du ja nicht das Pult rüberziehen? Aber lies erstmal. Auf einem Erkundungsflug hat einer der Drachen ein Fort der Kobolde ca. 30 Schachmeilen westlich von hier entdeckt. Im Feenwald oder wo? Ein Späher berichtete, dass die Riesenspinnen den großen Wald und die Höhlen im Süden von Gothos in Besitz genommen haben. Die haben wir alle. Eine Kiste. Die haben wir doch auch getroffen, alle. Riesenspinnen haben wir getroffen. Dann die Kobolde. Alles. Naja, wir wollen ja eh rausfinden, warum das alles nochmal passiert. Obwohl, nochmal kann das jetzt nicht passieren. Der Kleine hier hat ganz schön viel kaputt gemacht. Naja, wo geht's hier lang? Warum? Haben die hier Stuhltanz gemacht? Hier, einer spielt die Orgel, alle rennen hier rum und wenn er keinen Platz mehr hat, dann hat er verloren. Und dann scheidet immer einer aus und immer ein Stuhl kommt weg. Stuhltanz. So ist es doch. Oh, hier oben. Einige der gefangenen Kobolde haben uns von einem Old One namens Ramogat. Oh. Dagomar. Der offensichtlich mit ihnen. Oh, ich kann das nicht vorlesen, ey. Ah, er informierte die Anführer der Kobolde über die Schwachpunkte in unseren Verteidigung, in unserer Verteidigung. Es scheint, dass wir nun bald herausfinden werden, wer uns betrügt. Und trotzdem. Wer ist Ramogat? Keiner von uns trägt oder kennt diesen Namen. Oh Gott, das ist peinlich. Wie, dann hatten sie es aber auch verdient, vernichtet zu werden, wenn man das nicht rafft. Heutzutage leben keine Schach mehr in der Nähe von Helmataros. Sie haben sich alle in eine gemeinsame Gegend im Osten des großen Vulkans zurückgezogen. Ja, danke für diese random Info. Kann ich das hier? Brauche ich das hier? Was ist das? Warum ist das so? Naja. Holla, Dreifei. Na? Kaputt mache! Geht das nicht? Das muss kaputt gehen. Ja, sag ich doch. So, wo soll die jetzt hin? Wo? Kann ich Kerzen eigentlich auch anschießen? Ich verbrauche mal einen Pfeil. Cool. Oh nee, nicht, dass das irgendein... Also wenn das weiterhin... Ich habe übrigens schon überspeichert, schon längst, ne? Ist mir auch schon aufgefallen. Ich kann nicht aufhören bei diesem Lied. Nein.
Geht das hier lang? Mano, ich wollte nicht runterfallen. Passiert mir so oft. Mein Gott. Melvin! Nein, er ist so ein Glitchiger. Das gibt's gar nicht. Und dann kann er hier nicht vorbei, ne? Lass mich doch nur veralbern. Ich mach's mal wieder weg aus meinem Inventar. Jetzt verbrauche ich da zu viele. Nee, so ist es also absolut nicht gedacht. Schiebst du es bitte wieder zurück? Oh, Junge, ey. Danke. Dann auf jeden Fall hier hin. Das muss ja irgendeinen Sinn haben. Ich kann das also nicht über die Kante schieben. Noch nicht. Zwischendurch waren ja Lücken bei den Kanten. Ist hier auch eine? Eine Lücke? Eine schicke Lücke? Schicke Lücke. Nee, hier ist keine. Außer, doch, hier ist eine Lücke. Nee. Nee, ist ja Quatsch. Was mache ich denn mit der Kiste hier oben? Was soll das? Was soll das? Ich gehe erstmal den Weg da lang. Es wird mir bestimmt irgendwann wie Schuppen aus den Haaren fallen, wie immer. Ja, okay. Hier ist so ein Ding in sie. Zurück kann ich nicht. Da ist eine Kiste. Brauche ich die denn irgendwie? Ich meine, ich kann jetzt hier raus. Das ist ja jetzt ganz, ganz toll. Aber brauche ich das? Brauche ich das wirklich? Hier kann ich auch schon längst rein. Ich weiß es nicht. Du brauchst einen goldenen Schlüssel, der ist bei Dagobert in seinem Raum. Das habe ich schon mitbekommen. Frage ist nun, wo, wie, was und überhaupt? Kann ich denn die Kiste über den Rand schieben? Ich meine, ausprobiert habe ich es jetzt gerade akut noch nicht. Aber es muss ja irgendeinen Sinn haben, dass die da oben hängt. Boah, die machen auch einen komischen Sound, die Fackeln, wenn man zu nahe kommt. Achso, jetzt hier komme ich gar nicht weg. Boah, jetzt muss ich zurücklaufen. Nicht gut, nicht gut. Ja, jetzt nur noch Dagoberts Schlafzimmer und dann sind wir hier hinten, wo wir auch weiterkommen müssen. Die Kiste da oben, die macht doch irgendwas. Ich weiß es genau. Für was brauchen wir die? Ist eine gute Frage, ne? Finde ich auch. Kann man die hier irgendwie runterschieben? Ich weiß es nicht. So, ich gehe mal wieder hier hoch. Kann man die... Ich probiere einfach ein bisschen rum. Ich meine, was anderes kann ich eh nicht tun. Kann man die Kiste über den Rand ziehen? Schieben, meine ich. Nee. Ja, ist ja grandios. Oder hier vielleicht? Nee, auch nicht. Boah. Aber da lang konnte ich sie auch nicht ziehen. Oder? Ist mir jedenfalls nicht aufgefallen, dass das ginge. Kann ich da eigentlich seitlich hoch? Das geht auch nicht, ne? Wenn ich hier hochhüpfe? Nee, klar. Die Tür geht wieder zu, wenn ich dann das wegnehme. Ach, ich weiß nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wofür ich diese Kiste hier brauche. Kiste. Das bringt mir ja gar nichts hier oben. Na, ich würde sagen, das lösen wir einfach in der nächsten Folge, denn die Zeit ist wieder rum. Wie schade. Und ich freue mich schon auf das tolle Rumrätseln und Rumrennen und diese tolle Orgelmusik. Oh, sie wird mich in meinen Träumen noch verfolgen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.